Grüne Logistik ist gefragt. Emissionsfrei unterwegs, das ist wichtig. In Ballungszentren bin ich sehr schnell damit unterwegs. Da bin ich auf den Radwegen unterwegs und kann halt auch direkt halt in Fußgängerzonen vom Kunden halt parken. Wo ich, wenn ich mit einem normalen Auto unterwegs wäre oder mit einem Transporter, erstmal einen Parkplatz suchen müsste und dann die Wege halt dahin zurücklegen. 150 Kilo beim Anhänger und vorne habe ich nochmal die Möglichkeit 100 Kilo zu transportieren. Mit Beladung so 25 km/h und die Reichweite mit dem Akku in der Kapazität liegt ungefähr bei 30 Kilometern. So ein LKW, der üblicherweise so 20 bis 30 Empfänger im Stückgutbereich in der Innenstadt vollzogen hat, jetzt eben diese Tour nicht mehr selber fährt, sondern alle seine Waren an einem Punkt in der Stadt abgibt. Dann ist seine Tour beendet und eine neue Tour beginnt, nämlich von diesen kleinen Fahrzeugen. Und die verbringen das dann in ganz kurzen Touren, so 2, maximal 3 Kilometer, und fahren dann wieder zurück zum Nachladen. Wir haben Wechselakkus, wir können also locker 8 Stunden am Tag fahren, noch unter Umständen nochmal nachladen kommen hier. Schenker ist bereits aktiv im Bereich Cargo Bike in verschiedenen Ländern. Wir haben einerseits Frankreich, wir haben auf der anderen Seite Finnland, wir haben in den skandinavischen Ländern auch noch mal Norwegen. Ein bisschen Körpergefühl gehört sicherlich dazu. Man hat sich auch relativ schnell daran gewöhnt. Es gibt Kunden, die das dann halt sehen und dann halt rauskommen und sagen, wow, ey, das ist die Zukunft. Und dann halt auch ein Foto machen und sich halt darüber freuen, dass ihre Waren jetzt auf diese Art und Weise transportiert werden.